Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum man eine Panzerung mit dem Aussehen wie ein stark verschimmelter Schweizer Käse an seinem Panzer haben möchte. Hallo liebe Freunde der Panzerei, hallo liebe Freunde der Säbelzahnmöwe. Wenn man die Prototypen und frühen Ausführungen des Leopard 1 mit seinen modernsten Versionen vergleicht, fällt eine Sache direkt ins Auge, nämlich die Zusatzpanzerung am Turm. Diese wurde für die Bundeswehr während der Kampfwertsteigerung des A1 auf den Stand A1A1 nachgerüstet. Diese Umrüstung fand zwischen 1975 und 1977 statt. Insgesamt wurden 1225 Leopard A1 auf den neuen Stand gebracht. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge der ersten vier Baulose. Der Leopard 1A2 und A3 waren von dieser Maßnahme nicht betroffen. Das lag wohl daran, dass beide Versionen bereits ab Werk über eine im Vergleich zum frühen Leopard 1 verbesserte Panzerung verfügten. Die von 1972 bis 1973 gebauten Leopard 1A2 hatten einen neuen Gussturm mit verstärkter Blende und eine aufgedeckte Panzerung im Frontbereich des Turms. Der ab 1972 eingeführte Leopard 1A3 hatte wiederum einen völlig neuen Turm mit einer Schottpanzerung, die ihm ebenfalls ab Werk einen verbesserten Schutz vor feindlichen Geschossen bot. Diesen beim A2 und A3 bereits vorhandenen zusätzlichen Schutz musste der Leopard 1A1 erst noch erreichen. Und so bekam er neben dem neuen Nachtsichtgerät die Zusatzpanzerungselemente an der Turmfront bzw. Blende, den Turmseiten und dem Turmheck. Jeder Bereich der neuen Panzerung war unterschiedlich beschaffen und unterschiedlich dick. Die Zusatzpanzerung an der Blende bestand aus 40 mm starken Panzerstahlblechen. An den Turmseiten bestand die Zusatzpanzerung aus gummierten Panzerstahlblechen mit kleinen Löchern, die eine unterschiedliche Dicke aufwiesen. Abgerundet wurde das Panzerungspaket durch noch dünnere gummierte Panzerstahlbleche, welche das Heck des Turmes einfassten. Laut dem Buch von Rolf Hilmes soll auch noch die vordere Dachschräge des Turms mit einer 25 mm starken Platte verstärkt worden sein. Falls dem so ist, kann ich es auf Fotos nicht erkennen. Vielleicht weiß der ein oder andere Zuschauer dazu noch etwas mehr und kann in den Kommentaren etwas dazu schreiben. Das wäre nett. Wie dem auch sei, das Gesamtgewicht der Zusatzpanzerung betrug 660 Kilogramm. Zusammen mit den anderen Maßnahmen stieg das Gewicht mit der Ausführung Leopard 1A1A1 von vorher 41,5 Tonnen auf nun 42,2 Tonnen. Die Zusatzpanzerungselemente an der Blende und der Turmseite waren mit sogenannten Shock Mounts an der Basispanzerung befestigt. Bei Shock Mounts handelt es sich auf Deutsch übersetzt um Schockdämpfer. Diese sollten einen Teil der kinetischen Energie des auftreffenden feindlichen Wuchtgeschosses abfedern. Denn selbst wenn ein Geschoss die Panzerung nicht durchschlägt, überträgt es dennoch seine kinetische Energie auf das Ziel, also den Panzer. Diese kinetische Energie kann sich als Schockwelle durch die Panzerung fortpflanzen und an der Innenseite der Panzerung zu Schäden führen. Schon bei Treffern von 20 mm Munition kann das zum Problem werden. Und Treffer von 40 mm oder 57 mm Wuchtgeschossen können im Inneren des Panzers dazu führen, dass optische oder elektronische Geräte stark beschädigt werden. Dadurch kann ein Panzer auch ohne einen Durchschlag der Panzerung kampfunfähig gemacht werden. Die gummielastische Lagerung der Shock Mounts soll diese kinetische Energie nun von der Grundpanzerung fernhalten oder zumindest reduzieren. Neben der Schockreduzierung sollte die Zusatzpanzerung den Schutz des Leopard 1 vor Wuchtgeschossen aus der 100 mm Kanone des T-55 auf mittlere Kampfentfernung und der 115 mm Kanone des T-62 auf größere Entfernung erhöhen. Wie ich schon gesagt habe, bestehen die Panzerungselemente an den Turmseiten aus gummierten Stahlblechen mit Löchern. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum man eine Panzerung mit dem Aussehen wie ein stark verschimmelter Schweizer Käse an seinem Panzer haben möchte. Der Grund für dieses Design ist, dass die Löcher in der Panzerung helfen, Wuchtgeschosse beim Auftreffen auf die Zusatzpanzerungselemente zu destabilisieren. Denn durch die Löcher bietet sich dem Geschoss eine unebene Oberfläche beim Auftreffen. Vereinfacht gesagt geraten die Wuchtgeschosse dadurch ins Taumeln und treffen so nicht gerade auf die Grundpanzerung auf, was ihre Durchschlagskraft stark herabsetzt. Nebenbei spart man durch die Löcher auch noch eine Menge Gewicht, weil löcherige Panzerung natürlich weniger wiegt als eine gleich große Platte ohne Löcher.
Die Zusatzpanzerung soll also die Wuchtgeschosse nicht alleine abwehren, sondern sie auf dem Weg zur Hauptpanzerung stören. Deswegen spricht man oft von Panzerungssystemen, weil verschiedene Elemente zusammenwirken, um einem Angriff zu widerstehen. Die Zusatzpanzerung des Leopard 1 am A1, A1 und später A5 scheint sich also hauptsächlich gegen Wuchtgeschosse zu richten. Deswegen vermute ich auch, dass es sich bei den verwendeten Stahl um eine sehr harte Stahllegierung handelt. Denn diese lassen sich zwar nur schwer verarbeiten und ihnen fehlt die für eine Panzerung ebenfalls wichtige Zähigkeit, aber dafür können sie durch ihre hohe Härte Wuchtgeschosse beim Auftreffen beschädigen und vom Kurs abbringen, was wie gesagt die Durchschlagsleistung herabsetzt. Deswegen besteht bei vielen Panzerungslösungen die äußere Schicht aus besonders harten Stahllegierungen mit weiteren Schichten aus zäheren Materialien dahinter, um das bereits beschädigte Geschoss aufzufangen. Die Panzerung am Heck hat hauptsächlich das Ziel, den Schutz gegen Hochladungsgeschosse zu verbessern. Denn sie sorgt dafür, dass zum Beispiel RPG-7-Geschosse schon früher detonieren. Da die Durchschlagsleistung von Hochladungssprengköpfen mit der Distanz stark nachlässt, wird so der Schutz des Panzers erhöht. Das gilt natürlich auch in geringerem Umfang für die Elemente an der Turmfront und Seite, aber eben etwas weniger, da diese physisch weniger Abstand zur Grundpanzerung haben. Meine wichtigste Quelle für dieses Video war übrigens das Buch Kampfpanzer Leopard 1 von Rolf Hilmes, welches ich euch wärmstens empfehlen kann. Darin erfährt man nicht nur einiges über den Leopard 1, sondern auch sehr viel über Panzertechnik insgesamt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Meine Idee hinter diesem und ja, einem letzten oder dem letzten Video über die Unterschiede beim Leopard 2A4 war es mal, einige einfachere Themen aufzugreifen. So ist das Video für euch einfacher anzuschauen und für mich einfacher zu machen, weil es dann einfach auch kürzer ist. Was besonders wichtig ist, weil ich im Juni fast jedes Wochenende für den Kanal unterwegs bin und daher nicht so viel Zeit zum Videomachen an sich habe. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, gefallen euch sicher auch einige der anderen Videos von mir, die euch jetzt hier eingeblendet werden. Für dieses Video bleibt mir noch, euch einen schönen Tag und immer eine handbreite Luft unter Wanne zu wünschen. Bis zum nächsten Video.